Schönen guten Tag, liebe Leute. Heute möchte ich euch einmal einladen zu einem kleinen Fazit meiner Paprika-Ernte dieses Jahr. Ich muss dabei vorweg schicken, dass es natürlich für ein Fazit eigentlich an Masse fehlt, um wirklich das Ganze regulär beurteilen zu wollen. Also das Ganze wird ein Resümee unter Vorbehalt. Zwei weitere Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Ich habe dieses Jahr leider zu spät ausgesät. Deshalb hänge ich sowieso 3, wenn nicht gar 4 Wochen hinterher. Zweitens war der Sommer einfach nicht so, wie das für Paprika ideal wäre. Und ich habe eben nur eine Pflanze pro Sorte, sodass letztendlich eine Beurteilung nur sehr schwierig ist. Da müsste man schon mehrere Exemplare pro Sorte haben, um wirklich stichhaltig das Ganze hier festhalten zu können. Dennoch werde ich mich eben an einem kleinen Fazit versuchen. Fangen wir mal hier mit der Sorte Lipstick an. Sehr schmackhafte, eher kleine rote Früchte, die in sehr, sehr kurzer Zeit reif wurden. Das ist absolut ein Vorteil dieser Sorte. Also wirklich, sobald eine Frucht angesetzt hatte, war nach 45 Tagen etwa, würde ich sagen, die Frucht auch reif. Man kann hier sehen, sie setzt jetzt Anfang Oktober noch wieder jede Menge Blüten an. Auch im unteren Bereich kommen hier noch neue Blüten nach, auch Fruchtansätze, aber die schaffen es natürlich nicht mehr. Ich werde es dennoch nächstes Jahr wieder versuchen, dann halt wie gesagt etwas eher. Ich glaube, dann würden alle diese Blüten tatsächlich noch zu Früchten werden, da eben die Früchte dieser Sorte relativ schnell reif werden. Gut, kommen wir hier zur nächsten. Mein absoluter Favorit dieses Jahr. Es ist die Sorte Mini Chocolate. Hat Unmengen an Früchten gebracht. Die ist natürlich eine Mini-Sorte. Hier hängen noch vereinzelt welche dran. Hier kann man eine kleine noch sehen. Hier ein etwas größeres Exemplar. Da hinten noch eine kleine. Aber sie werden eben auch nicht viel größer. Das sind so Früchte, die ungefähr vielleicht einen Durchmesser von maximal 4 cm erreichen können. Dafür aber, wie gesagt, Unmengen. Hier sind noch jede Menge Blüten zu sehen. Auch da, wenn ich früher gewesen wäre, hätten die bestimmt alle noch funktioniert. Selbst so habe ich bestimmt 35, 40 von diesen kleineren Früchten ernten können. Also mit dem Ertrag absolut zufrieden. Und das Besondere, sie haben eine total angenehme, leichte Schärfe mit drin. Also schmecken wirklich richtig gut, sehen auch optisch natürlich nett aus. Und haben diese dezente Schärfe im Abgang. Nicht so scharf wie bei einigen Chili oder ähnlichem, dass es einem da die Tränen in die Augen drücken würde. Aber so ein ganz dezenter, scharfer Nachgeschmack, sehr, sehr angenehm. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei. Die als Misserfolg einzustufen ist, das ist die Sorte Mini-Block. Nur ganz kurz. Man hat mir dickwandige Früchte versprochen. Eben eine Schale mit bis zu einem Zentimeter Fruchtfleisch. Hat überhaupt nicht funktioniert. Man sieht es hier auch an dem Wuchs. Das Ding lag von Anfang an hier in der Gegend rum. Hat auch anfangs totale Probleme gehabt anzuwachsen, nicht wirklich Früchte produziert. Die sind dann auch sehr, sehr klein geblieben. Also das war tatsächlich dieses Jahr nichts. Nächstes Jahr nicht mehr mit dabei. Ähnlich sah es dieses Jahr bei dieser aus. Das allerdings wieder mit Vorbehalt zu genießen. Das ist die Sorte Ziegenhorn. Die hatte ich letztes Jahr. Und hat da produziert wie verrückt.
dies Jahr aus irgendwelchen Gründen nicht. Hier hängen noch ein, zwei grüne Exemplare dran. Werden normal auch deutlich länger. Das lag dies Jahr vermutlich tatsächlich an den Gegebenheiten. Kommt nächstes Jahr noch eine weitere Chance, aber zumindest dieses Jahr war das Ganze nichts. Letztes Jahr hat es wirklich bestimmt 20 dreimal so große Exemplare gebildet, die auch sehr wohlschmeckend waren, nachher gelblich abreifen. Nächstes Jahr noch eine Chance verdient, dies Jahr Misserfolg. Kommen wir hier zur Sorte Giant Kongua. Habe ich schon mal in einem Video vorgestellt. Hier hängt eine sehr schöne Traube. Vier Früchte direkt nebeneinander. Werden nicht ganz so groß, wie es laut Beschreibung sein sollte. Also man sprach da von Längen bis 30 cm. Die haben sie bei mir nicht geschafft. Die größten waren so Richtung 20 cm. Aber hier hängen auch noch einige ordentliche Exemplare dran. 7 oder 8 hängen noch. Bestimmt auch schon 7 oder 8 abgeerntet. Lecker. 2, 3 waren leider dabei, die mir etwas faulig wurden. Die habe ich dann schnell entfernt, einfach damit das Ganze nicht auf andere überspringen konnte, weil es bei denen 2, 3 so passiert war. Ich hoffe, diese bekommen noch Farbe. Auch wenn sich das Jahr eben dem Ende neigt. Aber die Sorte wird es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder geben. Ein finaler Blick auf die Sorte polnische Riesen, die zumindest ihrem Namen nicht alle Ehre machen konnte. 4, 5 mittelgroße Früchte hat sie produziert. Ein Exemplar hängt hier noch. Ist jetzt dann auch bald reif, aber so wirklich überzeugend war das Ganze nicht. Vielleicht kriegt sie noch eine weitere Chance, weil, wie man hier sehen kann, noch jede Menge Fruchtansätze und Blüten, auch im unteren Bereich, kommt hier wieder was nach. Also da kann es tatsächlich dann auch an der verspäteten Aussaat gelegen haben. Eventuell reicht mir das als Begründung, es nächstes Jahr nochmal zu versuchen. Ganz sicher bin ich mir nicht, denn die Früchte waren alles nur nicht riesig. Und wie gesagt, viele waren es auch nicht. Aber all das ist eben mit Vorsicht zu genießen, denn dies Jahr war bei mir paprikatechnisch etwas verkorkst insgesamt. Zuerst noch zu erwähnen sind, dass ich einige Paprika im Haus gelassen habe, in der Anzuchtschale, das heißt auf ganz kleinem Raum. Die möchte ich gerne vorbereiten, um den Versuch zu starten, sie zu überwintern. Deshalb habe ich sie im Kleinen gehalten. Auch die haben sogar, obwohl die das ganze Jahr in ganz kleinen Schälchen standen und im Haus waren, die eine oder andere kleine Frucht produziert. War eigentlich gar nicht so abgesehen oder geplant. Aber nimmt man natürlich auch gerne mit. Da werde ich jedoch versuchen, ob es mir gelingt, dass ich die über den Winter bringe, um im nächsten Jahr dann direkt mit kräftigen Pflanzen loslegen zu können. Sollte das nicht funktionieren, werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr eher mit der Aussaat beginnen und das doch wieder eher Richtung Ende Februar, Anfang März legen. Einfach um 2, 3, 4 Wochen mehr Zeit im Sommer zu gewinnen und dann eventuell die ein oder andere Paprika mehr ernten zu können im nächsten Jahr.